offiziell voll. Wie lange dauert die Vorbereitung fürs Abendessen? Also, kommt immer ganz drauf an, wie viele Gäste wir natürlich im Hause haben. Aber in der Regel werden wir davon so ungefähr 4 bis 5 Stunden werden wir da schon gebrauchen. Ist schon etwas angefangen? Ja, schon mal hin und wieder, da passt man dann noch gerade nicht auf und schon ist der Topf innen drin ein bisschen schwarz geworden. Aber solange der Gast das nicht hier auf dem Keller kriegt oder hier nicht, ist das alles halb so schlimm. Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Wir haben insgesamt 14 Mitarbeiter, inklusive Auszubildender und Mitarbeiter in der Spülküche. Wir sind jetzt im Sommer hier und auch mit den Enkelkindern. Und was mir hier gefällt, ist der Pool. Dann, man kann morgens mit den Jungs schwimmen gehen und die Berge schön wandern und die Freundlichkeit vom Personal. Wie heißt du? Frederik. Was gefällt dir hier am besten? Der Badesee. Was gefällt dir hier überhaupt? Eigentlich gefällt mir alles. Im Abschluss zeigen wir euch noch das Hotel. Hier kann man sich draus hinsetzen und trinken und essen. Das hier ist unsere Küche. Da hinten, da kann man, also habe ich mit meinen Eltern letztens erst Karten gespielt. Hier ist halt der Wintergarten und hier sind auch das tägliche Bauernbüro. Hier gibt es den Wellnessbereich und hier kann man sich Äpfel nehmen, Tee trinken, dann den Salzwasserpool. Hier gibt es den Badensee, den Natursee. Heute hat der stolze 21 Grad. 1, 2, 3!